Köln ist mit über 1 Million Einwohnern die viertgrößte Stadt in Deutschland und besitzt ein 239 Kilometer langes S-Bahn-Netz. Dieses besteht dabei aus insgesamt 4 S-Bahn-Linien und einer weiteren Linie, die das S-Bahn-Netz von Köln durchquert. Mit dieser Größe ist es dabei eines der kleineren Netze in Deutschland. Nichtsdestotrotz ist es doch sehr facettenreich, wie ich euch in diesem Video auch zeigen werde. Werfen wir also als erstes einen Blick auf das recht kleine S-Bahn-Netz von Köln. Die S11 verbindet Düsseldorf Flughafen Terminal mit Bergisch Gladbach über Köln-Borringen, den Kölner Hauptbahnhof und Köln-Messe-Deutz. Sie ist dabei zwischen Dormagen und Bergisch Gladbach alle 20 Minuten unterwegs, also somit auf Kölner Stadtgebiet auch insgesamt alle 20 Minuten anzutreffen. Sie ist insgesamt 67 Kilometer lang. Die Linie S12 ist zwischen Horrem und Au an der Sieg unterwegs. Zwischen Köln-Ehrenfeld und Henne verkehrt sie dabei alle 20 Minuten. Bis nach Au an der Sieg und Horrem ist sie dabei nur stündlich anzutreffen. Der Abschnitt nach Horrem wird dabei durch die S19 deutlich frequentierter bedient. Die S19 verkehrt von Düren ebenfalls nach Au an der Sieg und fast auf der gesamten Strecke parallel zur S12. Allerdings verkehrt sie über den Flughafen Köln-Bonn. Von Düren bis nach Hennef ist sie dabei im 20-Minuten-Takt unterwegs, bis nach Au ebenfalls nur stündlich. Die S13 und S19 stellen somit zwischen Ehrenfeld und Hennef einen 10-Minuten-Takt her, bis nach Au an der Sieg einen Halbstundentakt. Zu guter Letzt gibt es noch die S-Bahn-Linie 23, welche von Bonn Hauptbahnhof nach Bad Münstereifel verkehrt. Aktuell aufgrund der Hochwasserschäden aus dem Jahr 2021 endet sie noch in Euskirchen. Sie verkehrt dabei mit Triebwagen der Baureihe 620 bzw. 622, was ihr nicht gerade den Anstrich einer S-Bahn-Linie verleihen. Sie ist dabei immerhin bis Euskirchen im Halbstundentakt unterwegs. Zwar nicht Teil des Kölner S-Bahn-Netzes, trotzdem relevant für jenes, ist außerdem noch die Linie S6. Die S-Bahn-Linie 6 verbindet Köln-Worringen bzw. Köln-Nippes mit dem Essener Hauptbahnhof über Leverkusen und Düsseldorf. Sie ist dabei alle 20 Minuten unterwegs. Gemeinsam mit der Linie S11 stellt sie dabei einen 10-Minuten-Takt zwischen Mülheim und Köln-Worringen her. An den meisten Stationen auf Kölner Stadtgebiet herrscht somit durch die Überlagerung von Linien mindestens ein 10-Minuten-Takt. Das macht die S-Bahn natürlich zu einem attraktiven Verkehrsmittel. Zwischen Köln-Messe-Deutz und dem Hansaring verläuft die Stammstrecke des S-Bahn-Netzes. Hier verlaufen nämlich die 4 S-Bahn-Linien S6, S11, S12 und S19 parallel zueinander und stellen somit auf diesem Abschnitt einen 5-Minuten-Takt her. Am Bahnhof Köln-Messe-Deutz treffen dabei die Strecken aus Richtung Südosten der Linien S12 und S19 und Nordosten der Linien S6 und S11 aufeinander. Dafür gibt es im Vorfeld große Überwerfungsbauwerke. Im Bahnhof selber ist dann ein separater Mittelbahnsteig für die S-Bahnen reserviert. Der Bahnsteig ist dabei für das hohe Fahrgastaufkommen recht schmal, allerdings auf der Hälfte der Länge überdacht. Der Bahnhof Deutz ist auch ein wichtiger Umsteigeknotenpunkt zu weiteren Regional- und Fernverkehrszügen und auch zu 5 Stadtbahnlinien von Köln. Auch viele Arbeitsplätze sowie die Messe Köln befinden sich hier. Hinter dem Bahnhof Köln-Messe-Deutz geht es dann nun über den Rhein hinweg, über die berühmte Hohenzollernbrücke. Die S-Bahn behält hier auf der Hohenzollernbrücke ihre eigenen Gleise. Dahinter erreichen wir dann den Kölner Hauptbahnhof. Auch hier besitzt die S-Bahn wieder einen eigenen Mittelbahnsteig, welcher auf der kompletten Länge überdacht ist. Dieser ist optisch etwas getrennt vom Rest des Bahnhofes, da er weder innerhalb der Bahnhofshalle noch unterhalb der neu gebauten Glasdächer liegt. Nichtsdestotrotz herrscht aufgrund der Lage im Zentrum von Köln und der zahlreichen Umsteigemöglichkeiten hier ein hohes Passagieraufkommen. Vom Hauptbahnhof bis zur letzten Station auf der Stammstrecke sind es knapp 600 Meter.
Auch am Hansaring gibt es einen Mittelbahnsteig mit einer Überdachung in der Mitte des Bahnsteiges. Von der Bedeutung her ist er natürlich deutlich weniger wichtig als die beiden zuvorhergehenden Stationen der Stammstrecke. Nichtsdestotrotz besteht hier Umsteigemöglichkeit zu den Stadtbahnlinien 12 und 15 und außerdem befindet sich in der Nähe ein belebtes Viertel. Bis sich die S-Bahn-Strecken dann in Richtung Nippes und Ehrenfeld voneinander trennen, ist es dann noch knapp 1 Kilometer Strecke, auf der allerdings keine weitere Station liegt. Eine Besonderheit der S-Bahn Köln im Vergleich zu vielen anderen S-Bahn-Netzen ähnlicher Bauart wie beispielsweise der S-Bahn Rhein-Ruhr, Frankfurt, Stuttgart und München ist, dass sie einen überdurchschnittlich hohen Anteil an separierten Gleisen besitzt. Denn nur auf dem Streckenabschnitt zwischen Troisdorf und Au an der Sieg sowie nördlich von Köln-Worringen besitzt die S-Bahn keine separierten Gleise. Im Rest des Netzes verkehren die S-Bahnen dann entweder parallel zu den Regionalfernverkehrs- und Güterverkehrsgleisen oder auf der Strecke herrscht sonst kein Parallelverkehr und die S-Bahn nutzt die Strecke alleine. Das bietet natürlich direkt mehrere Vorteile. Zum einen erhöht dies die Pünktlichkeit, da keine Trassenkonflikte mit anderen Schienenverkehrsträgern entstehen. Das bedeutet natürlich nicht, dass es bei der S-Bahn Köln keine Verspätungen gibt, dies rührt dann allerdings meistens aus anderen Gründen her. Des Weiteren sorgen die separierten S-Bahn-Gleise dafür, dass die Bahnsteige größtenteils auf die Einstiegshöhe der S-Bahn-Züge angepasst werden kann. Während auf den sonstigen Strecken nämlich 76 cm Einstiegshöhe für Regional- und Fernverkehrszüge herrscht, sind es bei der S-Bahn 96 cm. Bahnsteige, an denen somit nur die S-Bahn-Züge halten, sind entsprechend auf diese Höhe angepasst, um einen höhengleichen Einstieg zu gewährleisten. Zudem ist für einen künftigen Netzausbau oder die Erweiterung von Takten somit schon mal eine vernünftige Infrastruktur vorhanden. Neben den oberirdischen Strecken gibt es in Köln auch 3 Tunnelstationen. 2 davon liegen auf dem nördlichen Abschnitt der S-Bahn-Linien 6 und 11 im Stadtteil Chorweiler. Zum einen gibt es da die Station Chorweiler Nord, eine recht unspektakuläre Station mit 2 Außenbahnsteigen. Die 2 Bahnsteige sind in der Mitte durch viele Säulen in Schwarz voneinander abgetrennt. Die Außenwände sind in hellblau gehalten mit einem dunkelblauen Zierstreifen, in dem sich auch der Stationsname mit integriert. Etwas interessanter sind dabei schon die Stationsaufgänge, welche mit großen quadratischen Dächern aus Glas versehen sind. In Dächer sind auch einige farbige Glasscheiben mit eingelassen. Etwas interessanter ist da schon die Station in Chorweiler Mitte, welche dabei ausschließlich den Namen Chorweiler trägt. Hier besteht nämlich zumindest in Fahrtrichtung Norden ein bahnsteiggleicher Übergang zwischen der Stadtbahnlinie 15 der KVB, welche hier endet, und den S-Bahnlinien S11 und S6, welche hier wie gesagt in Fahrtrichtung Norden verkehren. Der Rest der Station, also die Gestaltung und der Aufbau, ist ansonsten weiterhin unspektakulär und schlicht gehalten. Denn auch hier gibt es nur 2 Außenbahnsteige mit einer schlichten Wandgestalt. Schauen wir nun noch an den Flughafen Köln-Bonn, denn auch dort hält die S-Bahn unter der Erde. Architektonisch dürfte dies wohl die spektakulärste Station im Kölner S-Bahn-Netz sein, abgesehen vom Hauptbahnhof. Am Flughafen Köln-Bonn gibt es einen viergleisigen Bahnhof mit 2 Mittelbahnsteigen. Das Besondere hierbei ist die Überdachung mit einem großen Glasdach. Dieses sorgt zum einen für viel Tageslichteinfall, zum anderen sorgt die hohe Decke für ein gutes Raumgefühl. Hier verkehrt die S-Bahnlinie 19, welche im Gegensatz zur S12 einen Bogen über die Frankfurter Straße und den Flughafen macht, statt weiter parallel zur rechten Rheinstrecke zu fahren. Von den beiden Mittelbahnsteigen ist jeweils einer in Fahrtrichtung Norden und einer in Fahrtrichtung Süden vorgesehen. Denn neben der S-Bahn halten hier auch Regionalverkehrszüge wie beispielsweise der RE6 und die RB27 und auch vereinzelt Fernverkehrszüge. Nichtsdestotrotz ist die S-Bahn hier am häufigsten von allen, nämlich alle 20 Minuten, wie ich ja bereits am Anfang schon gezeigt habe, anzutreffen.
Die S-Bahn Köln gibt es seit dem Jahre 1975. Die erste Strecke ging am 1. Juli 1975 in Betrieb als Linie S11 zwischen Köln-Chorweiler und Bergisch-Gladbach. Zu Beginn des Betriebs wurden bei der S-Bahn Köln Wendezüge aus N-Wagen und einer Baureihe 141 Elektrolokomotive, später auch andere Baureihen eingesetzt. Die Verlängerung der S11 nach Chorweiler Nord fand dann im Jahr 1977 statt. Im Jahr 1985 wurde die S11 dann bis nach Düsseldorf über Köln-Borringen verlängert und fuhr somit fast auf ihrer heutigen Strecke. Die S-Bahn Köln wurde dann nach und nach in drei Baustufen erweitert. Im Mai 1991 ging dann auch eine besonders schöne Strecke mit im Kölner S-Bahn-Netz auf. Durch die Verlängerung der S-Bahn-Linie 12 nach Au-Sieg wurde auch die sogenannte Siegstrecke mit in das Netz integriert. Hinter Hennef wird die Besiedlung dabei weniger dicht und die Strecke führt dabei oft parallel zum gleichnamigen Fluss Sieg und überquert diesen auch mehrfach. Rechts und links des Flusses und der Strecke türmen sich dabei auch einige Berge auf. Auch deshalb verkehrt die S-Bahn hier durch mehrere Tunnel. Da die Besiedlung hier aber nur weniger dicht ist, verkehren hier nur alle 30 Minuten S-Bahn-Züge auf dem Abschnitt zwischen Hennef und Au. Parallel verkehrt hier noch auf der Strecke der RE9, welche natürlich nicht an allen Stationen hält. Werfen wir noch einen Blick auf den Fuhrpark der S-Bahn Köln. Dabei werden derzeit drei unterschiedliche Fahrzeugtypen eingesetzt. Mit 63 Fahrzeugen den größten Anteil stellen dabei die Triebwagen der Baureihe 423. Die Triebwagen, welche von Atrans und Bombardier gebaut worden sind, sind dabei bei der S-Bahn Köln seit dem Jahr 2003 im Einsatz. Die vierteiligen Fahrzeuge besitzen dabei eine Länge von 67,4 Meter. Pro Wagen besitzen sie dabei immer drei Doppeltüren, womit sie im gesamten Zug also 12 Türen pro Fahrzeugseite besitzen. Die Einstiegshöhe liegt dabei bei knapp einem Meter. Die Fahrzeuge können eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h erreichen. Im Innenraum findet man insgesamt 176 Sitzplätze sowie 16 weitere Klappsitzplätze in den Mehrzweckbereichen. 352 weitere Plätze gibt es beim Stehen. Seit Mai 2024 sind auch die ersten Fahrzeuge der Baureihe 424, welche von der S-Bahn Hannover übernommen wurden, im Liniennetz unterwegs. Insgesamt 24 Stück wurden aus Hannover übernommen, welche derzeit nach und nach einem Redesign unterzogen werden. Deshalb sind auch noch nicht alle Fahrzeuge im Einsatz. Die Fahrzeuge wurden deshalb aus Hannover übernommen, da die S-Bahn Köln seit Jahren unter einem chronischen Fahrzeugmangel leiden, weshalb auch lange Zeit noch Fahrzeuge der Baureihe 420 im Einsatz waren. Dies ist nun seit Juni 2024 nicht mehr der Fall. Nichtsdestotrotz sind ab und zu auch noch einteilige Traktionen der Baureihen 424 bzw. 423 im Netz anzutreffen, was natürlich die Kapazitäten im eingesetzten Fall dann deutlich schmälern. Mit der Inbetriebnahme aller 24 Triebwagen der Baureihe 424 soll das Problem dann deutlich gelindert sein. Durch das Redesign erhalten die Fahrzeuge ein sehr modernes Aussehen mit türkisen Sitzpolstern, Fahrgastinformationssystemen und einem insgesamt sehr modernen Auftreten. Im Innenraum finden sich dabei 206 Sitzplätze und 246 Stehplätze. Die Fahrzeuge sind dabei 67,5 Meter lang. Neben diesen beiden Fahrzeugtypen kommen durch die S-Bahn-Linie 6, die ja zum S-Bahn-Netz Rhein-Ruhr gehört, auch Fahrzeuge der Baureihe 422 nach Köln. Diese besitzen aber ähnliche Proportionen wie die Baureihe 423, lediglich das Frontdesign ist dabei etwas verändert.
Für die S-Bahn in Köln wurden aber bereits auch Neufahrzeuge bestellt, welche voraussichtlich ab 2029 im Netz zum Einsatz kommen sollen. Sie werden dabei von Alstom geliefert und sollen dabei ein sehr modernes Design aufweisen, wie ihr ja hier sehen könnt. Aber nicht nur im Fuhrpark soll sich in Zukunft etwas verändern, sondern auch beim Streckennetz. Bereits ab 2026 wird eine neue Strecke ins Kölner S-Bahn-Netz mit aufgenommen. Von da an soll nämlich die S-Bahn-Linie 13 von Troisdorf aus bis nach Bonn-Beuel verkehren. Dabei wird auch eine neue Station in Villich entstehen. Dafür wird derzeit die rechte Rheinstrecke auf diesem Abschnitt zwischen Troisdorf und Bonn-Beuel viergleisig ausgebaut. Bis 2028 soll dann der anschließende Abschnitt bis Oberkassel ebenfalls viergleisig ausgebaut sein und dann auch von der S-Bahn-Linie 13 befahren werden. Ein zentrales Projekt für die Erweiterung des S-Bahn-Netzes ist der Ausbau der Strecke nach Bergisch Gladbach. Diese ist nämlich zwischen Köln-Delbrück und Bergisch Gladbach derzeit nur eingleisig. Durch einen zweigleisigen Ausbau soll hier in der Hauptverkehrszeit ein 5-Minuten-Takt ermöglicht werden. Dadurch sollen dann die neuen S-Bahn-Linien S10 und S14 eingeführt werden, die von hier aus nach Nippes bzw. Worringen verkehren. Damit auch die Stammstrecke diesen Mehrverkehr an S-Bahnen aufnehmen kann, sollen die Bahnhöfe in Köln-Messe-Deutz und Köln-Hauptbahnhof einen weiteren S-Bahn-Bahnsteig mit ebenso zwei weiteren Bahnsteiggleisen erhalten. Die S-Bahn-Linie 12 soll in Zukunft an ihrem westlichen Ende in Horrem weiter Richtung Nordwesten nach Bedburg verkehren. Dafür soll die Strecke von Bedburg nach Horrem elektrifiziert werden. Derzeit laufen Baugrunduntersuchungen. Mit einer Fertigstellung ist wahrscheinlich nach dem Jahr 2030 zu rechnen. Für die weiter entfernte Zukunft sind auch noch weitere Streckenerweiterungen geplant. So soll die S-Bahn-Linie 6 beispielsweise über Köln-Bocklemünd und Pulheim Richtung Mönchengladbach verkehren und weitere S-Bahn-Linien wie die S-Bahn-Linien 15, 16 und 17 mit einer Führung über die linke Rheinstrecke und den Kölner Südring sollen entstehen. Dabei würden dann auch viele neue S-Bahn-Haltepunkte auf dem Stadtgebiet von Köln und in weiteren Gemeinden erbaut werden. Ja, und damit bin ich bereits auch wieder am Ende des Videos über die S-Bahn Köln angekommen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Es würde mir sehr helfen. Und wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns dann wie gewohnt nächste Woche Freitag zu einem erneuten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.